Hallo zusammen. Heute gibt es mal ein Video mit dem Thema über uns beide. Das heißt, ich werde so ein bisschen was von mir erzählen, aber auch so ein bisschen was über meine Hündin bzw. die Rasse. Bevor ich so ein bisschen auf mich zu sprechen komme, möchte ich erstmal so ein bisschen über die Hündin sprechen. Ich habe ja schon erwähnt, dass es ein Appenzeller Sennenhund ist. Die Appenzeller sind gezüchtet worden als Herdentiere, das heißt, dass sie in dem Moment halt Rinder hauptsächlich behütet haben und auch geholfen haben, sie dann von einer Ecke auf die andere zu treiben. Somit zählt sie zu der Rasse der sogenannten Bauernhunde, das heißt, dass sie mit der Bauernwirtschaft oder Landwirtschaft groß geworden ist und somit dann auch natürlich Haus und Hof beschützt hat, das Vieh beschützt hat und auch dadurch, dass sie mit den Tieren zu tun hatte, sehr robust und wendig ist, weil man da viel laufen muss bzw. auch mal einen Tritt abbekommt. Die Rasse der Appenzeller oder der Sennenhunde viel eher kommt aus der Schweiz. Insgesamt gibt es 4 Arten. Einmal den Entlebucher, der nochmal eine Nummer kleiner ist. Den Appenzeller, wie ich ihn habe. Der Berner Sennenhund sollte eigentlich bekannt sein. Und dann gibt es noch eine Nummer größer, und zwar den Schweizer Sennenhund. Die Widerristhöhe, also die Schulterhöhe, beträgt bei Rüden 52 bis 56 cm. Bei Hündinnen ca. 50 bis 54 cm. Das kann man sich natürlich vorstellen, dass die Rasse, wenn sie ständig mit Menschen zu tun hat, natürlich auch ganz anders auf die Mimik und Gestik der Menschen achtet, als wenn es jetzt eine Rasse wäre, die über Generationen nichts mit dem Menschen zu tun hätte. Dann ist es noch so, dass es ein Arbeitstier ist, das heißt, sie kuschelt zwar auch mal gerne, aber es ist auf keinen Fall ein Tier, was man jetzt den ganzen Tag über alleine lassen kann oder ja, mit der man nicht so sehr viel unternimmt. Sie muss was zu tun haben, sonst wird ihr langweilig und sie nimmt eventuell die Bude auseinander. Und da kommen wir so ein bisschen dann auf mich zurück, denn ich habe eine Beschäftigung zusammen mit ihr, damit sie eine gute, ja, Art hat, um sich auszupowern. Ich selbst bin neben meinem Job ehrenamtlich in einer Rettungsdienstorganisation tätig. Und da hat es sich natürlich angeboten, dass meine Hündin auch in irgendeiner Form ehrenamtlich was tut. Und somit sind wir über diese Rettungsdienstorganisation in der Rettungshundestaffel tätig. In der Rettungshundestaffel tätig, das bedeutet, dass wir regelmäßig trainieren und auch verschiedene Übungen machen, um vermisste Personen in einem Gelände zu finden. Die Einsätze sind dann meistens natürlich nicht bei so schönem Wetter wie heute, sondern oftmals bei Regen und natürlich auch bei Nacht. Und von daher haben wir eine Beschäftigung, die einmal die Hündin auslastet, aber auch mich so ein bisschen beschäftigt, denn somit habe ich durch die Rettungsdienstorganisation mit Erste Hilfe zum Beispiel zu tun, um den Verletzten oder Wiedergefundenen dementsprechend auch zu versorgen. Daher möchte ich auch so ein bisschen in diese Kategorie Sanitätsdienst so ein bisschen mal mit reingehen bei meinen Videos und euch zeigen, was man machen kann, wenn man jetzt sich irgendwo verletzt hat. Dazu gehört natürlich dann auch so ein bisschen, was für Möglichkeiten kann ich aus der Natur nehmen und diese dann verwenden, um zum Beispiel einen Verband anzulegen oder auch eine Schiene zu erstellen. Natürlich möchte ich die anderen Serien erstmal beenden, bevor ich eine neue Serie über Erste Hilfe im Outdoor-Bereich eröffne. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare, genauso wie eure Fragen. Schaut auf meiner Homepage vorbei, auf Facebook oder Twitter. Und von daher verabschiede ich mich und sage, macht's gut, bis zum nächsten Video. Bist
doch nicht im Wasser drin jetzt, oder? Doch, du bist im Wasser drin gewesen. Natürlich möchte ich die anderen Serien, die ich momentan noch offen habe, erstmal zum Abschluss bringen und natürlich dann auch die von euch gewünschte Lagerbauserie fertig machen. Die habe ich natürlich wird es Zeit, dass ich mal was trinke und aus der Sonne rauskomme, weil ich bin ja jetzt schon eine Weile hier unterwegs, habe nichts getrunken und ich glaube, ich springe da gleich mal ins Wasser, damit ich nicht ganz so gaga in der Platte bin. Natürlich möchte ich die anderen Serien, die ich momentan noch offen habe, erstmal zu Ende bringen, bevor ich dann in den Erste-Hilfe-Bereich genauer reingehe. Ich wollte euch damit nur zeigen, was